So, gehen wir doch mal hier durch. Und schauen mal, wo wir eigentlich hinkommen. Hi, du Witzka. Ach du Schande. Ja, der hält ein bisschen was aus, glaube ich. Ich drücke die falsche Taste, glaube ich, gerade. Ich hab... Hallo? Verdammt, diese Konsole, wie mache ich die denn aus? Jetzt. Ich... Verdammt. Ich bin gerade irgendwie... Ach ja, mit der... Klasse. Ja, ich bin auf die Taste für den Axon Surkomplex offenbar gekommen. Und damit öffnet man die Konsole und kann nichts mehr steuern. Das ist total super. Dass ich das bisher noch nie geschafft habe. Mensch. Naja, dann müssen wir die halt nochmal auseinandernehmen hier, ne? Ach, ein Sturmangriff und mein Schild wäre wieder da gewesen. Naja. Probieren wir es einfach noch ein zweites Mal. Das ist ja das Nette in dem Spiel, man hat doch recht viele Zwischenspeicherstände. Achtung, große Jungs voraus! Meine Güte, der steckt aber auch was weg, der Kerl. So, gleich wieder drauf. Und immer weitermachen, damit unsere Schilde gar nicht erst hier in die Verlegenheit kommen, komplett zerlegt zu werden. Oh shit, ja, so viel dazu. Ach du Schande. Verdammt. Dieses Ding steckt aber auch was weg. Meine Güte. Ja, gegen solche Gegner, das muss ich zugeben, ist der Sturmangriff jetzt vielleicht nicht die beste Attacke. Dann müssen wir es halt einfach noch einmal probieren. Und diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Deckung. Achtung, große Jungs voraus! Warte mal, wo ist die Reliktkonsole? Ich kümmere mich erstmal um den Kollegen. Und gleich nochmal drauf. So, da hätten wir den schon mal. Nehmen wir uns erstmal die Tilger vor. Das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Erstmal alles außer dem ganz Großen. So. Okay. Oh ja. Ach so, shit, das war das Geschütz. Nee, das wollte ich nicht zerlegen. Kann es sein, dass es deswegen gerade so schwer ging, weil da noch ein Geschütz war, das ich einfach nicht gesehen habe? Boah, diese Konsole nervt aber auch gerade. Da bin ich doch sonst nicht so schnell drauf gekommen. So, jetzt aber. Eieieiei, das war eine sehr, sehr schwere Geburt, muss ich sagen. Puh.
kurz Munition einsammeln. Und offenbar lebt da noch irgendwas. Ja, ich überlege gerade, wo... Da! Da kann ich das machen. Ach, hätte ich gewusst, dass hier noch eins ist. Das hätte ich mir natürlich zunutze gemacht. Weiß ich nicht, was wir da haben, ehrlich gesagt. Aber wir schauen es uns an. Eine Konsole. So, ich muss mal ganz kurz pausieren. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal meiner Frau die Tür öffnen, weil die ihren Schlüssel vergessen hatte. Hat sie sehr viel Glück gehabt, dass ich das überhaupt gehört habe, denn ich trage nämlich Kopfhörer, die sind schon recht gut abdämmend nach außen. Aber naja. So. Das heißt, ich muss mich jetzt auch beeilen, weil meine Tochter jetzt auch wieder da ist und die wird sicherlich bald an die Tür klopfen, wenn ich hier so weitermache. So, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Wenn ich so einen ersten Blick drauf werfe, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass das nicht ganz eindeutig ist, dieses Rätsel. Das sind halt die vier Zeichen, die es gibt, sind halt alle einmal da und alle quasi isoliert. Das heißt, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Reihe hier nehmen, kann ich an der Stelle zwei Zeichen einsetzen, nämlich entweder das oder das Zeichen könnten hier hin. Und je nachdem, für welches ich mich entscheide, pflanzt sich das dann halt weiter fort. Das wird bei den anderen genauso sein, auf den ersten Blick. Na gut, wir probieren es einfach mal. Wir setzen einfach mal, sagen wir mal, das Zeichen ein. Dann machen wir hier das hin, zum Beispiel. Und hier dann das. Genau. Also je nachdem, ob ich hier jetzt das einsetze oder das einsetze, sieht es dann eben anders aus, ne? Dann würden die beiden jetzt eben vertauscht sein. So, aber schauen wir mal, ob das hinhaut. Gut, jetzt müssten wir doch eigentlich hinkommen hier. Müsste das dann wahrscheinlich hin, ne? Ach nee, ach, warte mal. Ja, ich sehe schon. Das haut schon mal nicht hin. Wir haben noch diese Vierecke, auf die wir achten müssen. Ja. Okay. Gut, dann machen wir nochmal ganz weg hier kurz. Ach, verdammt. So. So, da können wir nochmal schauen. Also, hier oben kann... Da muss hier oben... Das hin. Genau. Dann kommt hier... Ja, das erste, genau, das hier hin. Und hier kommt dann das hin. Denn das Zeichen ist nicht in diesem Viereck drin, sozusagen. Gut, dann ist es doch eindeutig. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal gehabt mit diesen Rätseln. So, und dann ist das nämlich auch gar nicht so schwer. Dann wird sich das relativ schnell erledigen hier, die ganze Geschichte. Dann muss das hier hin. Und hier kommt dann das hin. So, machen wir erstmal das Fensterchen hier. Da wird dann das hinkommen. So, hier unten könnten wir das setzen. Ich glaube ja. Nee, können wir nicht. Da muss das hin. Also, das war schon richtig. So. Dann kommt hier das hin. Hier kommt das hin. Und hier kommt das hin. Genau, müsste so stimmen. Haha! Es hat geklappt. Gut gemacht, Ryder. Ja, ja. So, ne, wenn man dann mal wieder durchgeblickt hat, dass da noch diese Vierecke sind, auf die man achten muss, dann geht's ganz gut. Okay, ich weiß bloß nicht, was ich damit jetzt aktiviert habe, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach mal, wir gehen mal nach hier vorn. Ich glaube, das wird jetzt zum Hauptweg mitgeführt haben. Denn das war jetzt doch schon ein bisschen härterer Kampf gewesen. Der erschien mir jetzt doch so, als wäre es so eine Art Hauptkampf hier in dem Reliktgewölbe. Und dann gehen wir einfach mal hier rüber in die Richtung. Und schauen mal, ob sich hier was getan hat, vielleicht. So, wie sieht's denn aus hier?
Und es klopft schon an der Tür. Meine Tochter ist da. Halt! Nein, 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 nein. Na, verdammt. Ja, ich glaube, wir müssen mal sterben gehen. Stirb! Ich hoffe, ich lande jetzt nicht wieder da unten. Das wäre ziemlich ätzend. Ach schön, ich höre es plappern draußen vor der Tür. Okay, wir sind wieder oben. Sehr gut. Ey, ich weiß immer noch nicht, was genau wir hier jetzt erreicht haben. Mit dem Lösen dieses Relikträtsels. Aber hey, irgendwas wird es schon sein. Na gut. Es ist auch so verdammt finster hier, muss ich sagen. Mal kurz auf die Karte schauen, ist hier irgendwas zu sehen? Nee, ne? Ich bin jetzt gerade, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin den Weg gerade gegangen, ne? Was ist denn mit dem hier? Ist das der Weg zurück nach drei? Ja, das ist der Gravitationsschacht, na klar. Okay. Genau, dann sind hier jetzt diese zwei Ecken. Einmal die, in der ich gerade stehe, wo ich nichts sehe. Und dann weiter drüben der Übergang. Da müsste ich eigentlich lang. Hier, so wie ich das verstehe. Oder? Mal kurz gucken. Also echt komisch, sich hier zu orientieren, muss ich sagen. Genau, eigentlich müsste ich hier irgendwie rüberkommen. Die Frage ist, wie? Die Frage ist wie. Die andere Alternative wäre natürlich hier irgendwie lang. Allerdings sehe ich gerade nicht, wie genau das funktionieren könnte. Die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Was? Okay. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte, was auch immer jetzt gerade war. Mem, 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 macht's draußen vor der Tür. So, ich guck nochmal ganz kurz. Achso, hier. Ah, okay, das ist dann... Aha, aha, aha. Also, wenn ich dann hier rausgestürzt komme, wieder auf der Flucht vor der Säuberung und dem sicheren Tod, dann kann ich da noch einen Abstecher reinmachen. So, ich muss jetzt... Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht, so wie das aussieht. Uneigentlich wahrscheinlich schon. Weil es hier vorne sicherlich nicht weitergeht, ne? Ja, ja. Genau. Gut, dann folgen wir einfach mal. Was ist das denn? Achso, ist bloß eine Mauer. Dann folgen wir einfach mal dem Pfad hier. Und schauen mal, was wir hier aktivieren können. So. Hier drüben ist nochmal so eine Konsole. Ach, shit. Wir sind einfach bloß zum Ausgang wieder zurückgegangen, kann das sein? Hier ist der Ausgang? Ich dachte, hier drüben wäre der Ausgang. Oh. Ja, dann hat mir es tatsächlich nicht viel gebracht gerade. Verdammt. Das ist aber auch verwirrend hier. Ach Mensch. Das ist ja gemein. So, dann müssen wir es halt nochmal probieren hier. Und uns diesmal ein bisschen weiter hier drüben links halten. Das ist ja echt bescheuert hier. Sagt mir nicht zu, muss ich sagen. Das ist echt komisch gemacht. Guck, ob hier oben drauf irgendwas ist. Ah! Aha, aha, aha! So, gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas Tolles aktiviert damit? Ich habe keine Ahnung. Oh. Naja, das war nicht so erfolgreich. So, komme ich denn da rüber, ist die Frage. Nicht so wirklich. Was ein Spaß.
Rätsel raten in Dunkelheit. Kann man das denn irgendwie sehen vielleicht? So, das Ding hatte ich ja schon aktiviert, ne? Ja, das ist ja für die Dingens da. Für die Gatling. Was ist denn das für eine Leitung hier? Die hatte ich vorhin schon mal gesehen. Die scheint immer wahnsinnig weit weg zu sein, diese Leitung. Die führt auf jeden Fall dahinter. Ist aber hier. Okay, die laufen alle da drüben zusammen. Vielleicht muss ich da nochmal an die Konsole gehen. Ich gehe einfach nochmal ran. Mal sehen, was passiert. Pathfinder, das könnte Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Das heißt, es war schlecht. Scheinbar. Aber so komme ich hier rüber. Okay. Das ist ja interessant. So, haben wir den erstmal zu Klump? Boah, mach das. Dafür habe ich dich ja dabei. So, hier ist noch eine Relikt-Konsole. Aha. Das sieht mir schon ganz gut aus. Okay, ich glaube, jetzt könnten wir drüben nochmal das andere wieder aktivieren, dass es wieder in der anderen Konfiguration ist. Ah! Stimmt, hier ist ja nichts. Ups, schnell raus aus der Brühe. So, denn jetzt haben wir ja theoretisch über die andere Ecke einen Weg. Ach, ist das kompliziert. Mann, Mann, Mann. So. Stecken wir erstmal die Waffe weg. Die brauchen wir gerade nicht. So, dann können wir auch mal hier hinten schauen. Was da so schön ist, denn da hatten wir ja vorhin auch was aktiviert. Ich vermute mal, hier wird bloß eine Kiste sein. Genau. Aber das stecke ich mir alles gerne ein. E-Zero-Schaltkreise, aha. Ganz toll. Gut, ich glaube, damit können wir dann jetzt endlich mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dankeschön. Sehr heldenhaft. Ich stelle mich heute wieder richtig gut an. So, ich glaube, damit können wir dann jetzt endlich mal zur eigentlichen Steuerkonsole vorgehen und die Reinigung da aktivieren. Nehmen das mal alles mit. Das ist sehr interessant, dass es zwar in dieser Schatzkammer da gespeichert hat, aber bevor ich die Kiste aufgemacht habe. So, ich muss bloß nochmal schauen. Ja, da drüben ist die Kammer, genau. Man muss ja nochmal sich kurz einen Überblick verschaffen. Denn wenn ich dann da nochmal rein will in diese Reliktkammer und das mitnehmen will, dann muss ich wissen, wo ich hingehe. So, was haben wir denn hier noch für eine Reliktkonsole? Bringt die mir was? Oh. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut ist. Hier war zu vorher, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Markiere Interface-Verbindungen, Pathfinder. Aktivieren wir einfach alle. So, na dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an hier. Da kommen sie.
Okay. So, auf den gehen wir mal drauf. Zack, weg mit dir. Wo ist denn hier? Wer schießt denn auf mich? Ah, hier drüben. Ihr seid die Bösen. Und drauf. Ganz wunderbar. So, das war's auch für den. Ich gehe mal hier durch und aktiviere auch diese Konsole noch. Offenbar ist jemand sehr unglücklich darüber. Kann es sein, dass sich die Dinger teilweise deaktivieren? Oh nein. Ach gut. Man stirbt nicht sofort, immerhin. So. Egal, ich aktiviere das Ding einfach mal und mal schauen, was passiert. Diese Relikte geben einfach nicht auf. Jetzt scheint aber zumindest alles soweit unrot zu sein. Ich weiß nicht, was das ist. Türkis? Nennen wir es mal Türkis zu sein. So, Mr. Assembler. Zwei auf einen Streich. Und das war's auch für dich, mein Freund. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchschauen. Aha. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist es Zeit. Das ist der Plan, aber ich glaube bald, hier wird gar nicht so viel sein. Ich sehe zumindest auf den ersten Blick nicht viel. So, und dort kommt dann der Reinigungsimpuls. Nö, ist nichts weiter. Na gut. Wollen wir nicht lange hier rumspielen? Auf geht's, würde ich sagen. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! So, das schnell aktiviert. Schnell hier hoch. Lauf, Bitch! Lauf! Heltec, mit! Nehmen! Ja, die gehört mir. Und jetzt schnell darüber. Oh Gott, das war nicht gut. Ach, geht. Abkürzung. Man muss nur die Abkürzungen kennen. Und wenn sie halt ein bisschen ungemütlich sind, naja, was soll's. Schnell hier rüber und... Geschafft! Yes, Sir! Die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Sehr gut. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Achso, der Gravitationsschacht ist ja da unten. Na dann, schnell wieder raus hier. Mal sehen, inwiefern sich hier alles geändert hat. Ob sich was geändert hat. Aber an sich sieht es noch so aus wie vorher, oder? Wer weiß, wer weiß.